Das sieht ja lecker aus. Ja. Mmh. Aber man muss sehen, wo man es kauft, ne? Bei Rindfleisch. Ja, bei Rindfleisch sowieso. Also Biofleisch auf jeden Fall. Also ja. Ich kaufe eigentlich kein anderes Fleisch mehr. Ja, also gerade bei Rind, aber eigentlich bei allen anderen auch. Ja. Weil auch wenn es nicht um BSE oder wie das heißt geht, es geht ja um Antibiotika und um diese Massenhaltung und diese ganzen schrecklichen Sachen. Vor allem geht es auch darum, dass man, dass die Wege kurz sind. Ja, ja, ja. Also ich kaufe Fleisch nur von Metzgern, also von Biometzger, der das in der Gegend auch erzeugt. Auch erzeugt, ja, ja. Ja, ja. Alles andere ja, ja. ist irgendwie. Wobei natürlich viele sagen, die Preise sind. Bei allen Bioprodukten. Nur ich bin billig. Ich muss halt auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Na. Also früher hat man auch und schon jeden Tag gar nicht Fleisch so ein gegessen. Filet oder sowas nee, Feines. Ne? Kann auch mal was ganz Einfaches. Eben. Ich bin ja ein großer Pasta-Freund und ich mache nachher Kaninchen. Das ist auch nicht teuer. Das ist sehr preiswert. Den Mandeln hier rein. Mandeln, das habe ich noch nie gehört. Mandeln zu Rindfleisch. Ja. Erfinden Sie sowas selbst oder ist das ja, aus einem Buch? Ganz frech, alles selbst davon. Ich habe es probiert. Ich habe dieses Gericht irgendwann. Ich war alleine und wenn ich alleine bin, dann bin ich besonders kreativ, was Kochen angeht. Wenn ich richtig Lust habe, mir selber was zu kochen. Ja, weil dann können Sie ja auch mal was. Darf ja auch was daneben gehen. Dürfte auch was daneben gehen. Geht aber meistens nicht. Geht nicht. Wenn man schön, da selber Hunger hat und irgendwie Appetit hat, dann. Alleine, das heißt ohne Frau und Kind? Ja. Aha. Kocht Ihre Frau auch? Wenig. Also sie muss natürlich, aber ungern und relativ wenig. Aha, also ja. Ist doch schön, dann sind Sie der. Ich bin nur selten da im Moment. Aber sind Sie da? Das ist der Fluch des Erfolgs, ne? Ja, manchmal wäre ich schon gern öfter zu Hause. Aber leider, leider. Und wie alt ist der Sohn? Das ist ein Sohn, ne? Ja, der ist jetzt 8. 8. Und isst der schon so leckere Sachen? Die Kinder sind ja meistens nicht so doll. Erstaunlicherweise ist der, wir sind ja in den letzten Jahren relativ viel in Portugal. Und Sie haben ein Haus da, ne? Ja, gemietet. Also, ja. Und der isst mit Leidenschaft Meeresfrüchte. Also wo andere Kinder. Das ist ja ungewöhnlich. Muscheln. Also Muscheln. Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Berge. Ach. Berge von Muscheln. Das ist toll. Das finde ich eigentlich klasse, weil. Das ist toll. Wenn Kinder früh anfangen. Ja. So, was, also jetzt Champignons, bis jetzt habe ich alles mitgekriegt. Champignons? Jetzt, was ist das? Das ist eine scharfe Paprika, aber wirklich nur ganz wenig. Oh. Scharfe, oh. Okay. Ja. Also vorher waren Mandeln, dann waren Champignons, bisschen scharfe Paprika. Ja. Ist das gut so? Soll ich ein bisschen kleiner, größer? Ich würde ein bisschen kleiner stellen. So, was kann ich denn noch anreichen? Was kommt denn jetzt? Die Oliven. Geschnittene Oliven? Genau, und zwar sind das spezielle Oliven. Das sind Oliven, die einen Knoblauchkern haben. Toll. Die sind auch nicht so scharf. Nee, das sind ganz mild. Also, ich bin ja für den Griechenland und da isst man ja nun Oliven von morgens bis abends. Aber ich muss sagen, nicht alle schmecken mir. Ich mag sie gern, wenn sie ein bisschen milder sind. Die sind schön, das sind spanische wahrscheinlich. Das sind sicher spanische, weil das ist im Grunde das mit dem Knoblauch, das ist wirklich eine spanische. Ja. Andalusisch eigentlich. Mhm. So. Apropos Knoblauch, hier ist auch noch Knoblauch. Bisschen hier ist noch eine scharfe Paprika, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ein bisschen Knoblauch kommt da rein. Toll. Also das ist. Ich mach's einfach aus der Hand. Also ich muss sagen. Habe ich das schon? Ich weiß jetzt schon, dass das schmecken wird, weil wenn man sieht, was da reinkommt, das ist einfach fantastisch. Haben Sie von der Mutter kochen gelernt oder wie war das? Nee, ich bin so ein. Ich bin so ein, sagt man ja böse, ein Schlüsselkind. Also meine Mutter war Geschäftsfrau und ganzen Tag weg. Und ich bin halt nach der Schule nach Hause gekommen und war eigentlich darauf angewiesen, mir immer selber was zu machen. Ah. Und irgendwann werden dann die Backersuppen, die man bei uns sagt, die werden halt irgendwann langweilig. Oder die ewigen Nudeln. Was war jetzt das da? Das ist jetzt ein Thymian. Thymian. Also es kommt ein bisschen Oregano rein, aber eher Salbei und Thymian. Mhm. Aber Salbei haben Sie noch nicht reingetan. Salbei ist drin, doch. Ist schon. Eine Spur. Salbei und Thymian. Eine Spur, aber ich mache noch ein bisschen mehr Salbei rein, glaube ich. Oh, ich liebe das Salbei. Salvia, Burro Salvia, so Spaghetti nur mit frischer Salbei und Butter. Ah. So, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen Wasser. Wasser, gerne. Einfach Leitungswasser? Ja.
tun wir das hier noch rein. Löffel gibt es, glaube ich, hier. Es kommen noch Kapern rein. Ah, schön. Nicht zu viele, das ist nur für den Geschmack. Also so die sind ja in Griechenland toll. Die kauft man nicht so von der Fabrik, sondern richtig so auf dem Markt. Es gibt bringen die in diesen Beutel, also in so Plastikbeutel, die pflücken die da draußen auf den Rhein. Und die sind viel größer, doppelt so groß und die schmecken. Kenne ich auch aus Mallorca. Auch. Ja, das auf den Inseln. Okay, so, machen wir das kleine, habe ich jetzt alles. Ja. Ja. Okay, jetzt tun wir einen Schuss Wasser drauf. Ja, und soll jetzt ein Deckel drauf? Stellen es runter, es muss ein Deckel drauf. Die tolle Bio-Mutterpfanne, das ist eine Nachbau einer Pfanne, die meine Mutter aus den 50er Jahren hatte. Ja. Und die so wild inzwischen aussah. Aber ich wollte die, hab die immer besitzen. Irgendwie haben mir Freunde gesagt, das geht nicht, da ist die Beschichtung ab, das ist ungesund. Und da haben wir einfach unseren unserem Topfhersteller gefragt. Und der hat sie uns gemacht. Ja, das gibt und so die ist so schön, weil sie so hoch ist. Und das stimmt. Was ist denn da hinten mit den anderen Sachen noch? Zucchini und so, das kommt da alles. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Gut. Das kommt später. Jetzt müssen wir es ein bisschen schmoren lassen. So, dann kann ich jetzt. Das schmort jetzt ein bisschen? Das schmort jetzt ein bisschen. So, ich habe in Olivenöl, Zwiebeln, Möhren, Stangensellerie erstmal angeschwitzt, dann Speck dazu. Ja. Und das habe ich dann so 5 Minuten garen lassen. Aha. Und das nehme ich jetzt. Das habe ich schon ein bisschen vorweg gemacht, damit ich mir jetzt die Zeit etwas sparen. Das nehme ich jetzt raus. Schön so mit den Zwiebeln angefangen. Das riecht schon toll, ne? Das riecht gut. Speck jetzt. Mm. Und da jetzt mache ich ein Kaninchen-Ragout. Mhm. Ich bin ein großer Kaninchenfreund. Ja. Wobei auch da muss man gucken, wo man es kauft. Klar. Weil diese Kaninchenhaltung auf den 20 Quadratzentimeter, wo die armen Tiere, da wird es mir Angst und Bange. Und ich habe das eben ausgemacht. Und ich kaufe die bei meinem Gemüsehändler. Das sind alles aus besten. Kann man bestellen. Ja. Und der hat die immer. Ich habe ein Glück hier mit einem tollen Händler. So, also, noch ein bisschen Wasser. Sie haben noch Wasser da. Ja, können Sie immer. Ja, das ist das Wasserglas. So. Jetzt tue ich noch, Öl brauche ich gar nicht nachgießen, manchmal muss man nachgießen. Jetzt tue ich auch die Knochen rein. Ja. Die nehme ich nachher raus. Ja. Das ist ja auch leicht erkennbar. Und tue das Kaninchenfleisch. Darf ich Sie bitten, das ganz schnell. So könnte man auch eine Soße für Pasta machen, ne? Ja. Das ist eigentlich eine Pasta-Soße mit etwas mehr Flüssigkeit. Ich mache es jetzt mal als Ragout. Aber das ist eigentlich ursprünglich Pasta-Soße. Das ist super, mit hausgemachten Nudeln. Ja. Ne, und die werden jetzt, die müssen jetzt auch ein klein bisschen anbrennen. Die auch ein bisschen. Die Knochen vor allem. Ja, und das muss ein bisschen dunkel werden. Ja. Ich rühre die jetzt ein bisschen nicht an eine Weile und lasse die so auf etwas, nicht ganz hoch, aber so. Einmal muss ich dann ein bisschen rühren. Ja, das wird jetzt dann so 5 Minuten rösten die. Mhm. Und dann kommt Brühe dazu. Ja. Das ist eine selbstgemachte. Das ist natürlich ein großer Unterschied dann, ne? Wenn man die aus dem Glas nimmt. Und da kommt dann noch so ein bisschen frische. Salbei, aber frische. Ja. Witzigerweise eine Zimtstange und ein bisschen Tomatenmark und so. Das kommt dann drauf. Und dann musst du so 50 Minuten, Stunde schmuggeln. Ich habe natürlich einen schon vorbereitet. Weil das so muss dann auf kleiner Hitze schmoren. Kleiner Hitze schmuggeln. Guck, jetzt brennt es schon so ein bisschen an. Ah, toll. Sehr schön. So. Was macht das? Das sieht gut aus. Dann mache ich jetzt mal weiter. Ja. Mit der Creme Fraiche. Aha. Nicht allzu viel. Einfach nur so ein. Aber das ist jetzt kein typisch bayerisches Gericht, oder? Überhaupt nicht. Obwohl Sie ja eigentlich so aus einer sehr bayerischen Familie stammen. Ja. Die Fitzens, das ich kann ja die bayerischen Sachen schon auch. Ja, ich hätte auch ein paar Semmelknödel machen können. Naja, die haben wir schon gehabt. Und ich finde, wenn Sie jemand sind, der so improvisiert und. Wobei meine Semmelknödel, das muss ich jetzt schon sind dazu sagen, anders? Die sind anders. Also würden wahrscheinlich viele Bayern-Klassiker
aufschreien, weil meine Semmelknödel sind aus, ich kaufe ein Toastbrot, also ein Vollkorntoastbrot. Ja, bisschen Sahne zum Beispiel sagen. Schuss Sahne. Und mach damit, anstatt mit Knödelbrot. Nicht mit Knödelbrot. Nicht mit Knödelbrot. Ja, da bin ich ja. Bei Olli Semmin. Also. Aber das ist natürlich was anderes. Das ist was Originelleres, weil sie das selbst kreiert haben. Ja, das da ist waren wahrscheinlich, irgendwie war Fleisch haben sie gekauft, und dann waren Mandeln da und dann waren Oliven da. Und ja, genau. Alles, toll. Was im Kühlschrank war, und her damit. Toll. So. Jetzt brauchen wir den Käse noch. Parmesan? Parmesan. Ach. Man kann auch Hermanns, alten Hermannsdorfer nehmen. Ja, 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 ja. Ach, wie schön. Das ist natürlich toll. Oh. Schuss Meersahne. Na. Und jetzt kommt das Schluss. Das probiere ich mal. Also das mache ich jetzt nach. Kommen die Zucchini rein. Toll. Die verteilen wir jetzt hier einfach mal so, oder? Und die dämpfen jetzt so, die dünsten jetzt. Die dünsten so vor sich hin und machen, geben noch mal Wasser. Klar. Ah. Und sollten auch Biss haben, also nicht unbedingt jetzt ganz weich sein. Müssen wir mehr, ein bisschen mehr Gas geben. Okay. Jetzt können wir auch ein Salz reintun. Salz haben wir noch gar keins drin. Ja. Aber der Parmesan bringt sehr viel Salz mit. Man muss ja, aufpassen ja. Im Salz. Also ich bin mit Salzen, wenn ich zum Beispiel Risotto mache, kommt ja ganz viel Parmesan am Schluss rein. Ja. Da muss man aufpassen. Man braucht meistens fast kein Salz mehr. Aha. So, lass mir das noch ein bisschen ziehen. Ach, und das. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Kann jetzt so vor sich hin. Kann so ein bisschen dünsten. Mhm. Wie geht es Ihnen beim Kochen? Können Sie da noch andere Sachen nebenbei machen? Weil ich finde immer. Wenn ich zum Beispiel koche und die Gäste sind schon da und die verwickeln mich in ein Gespräch, muss ich immer sagen, stopp, ich kann nicht reden, konzentriert sein, also irgendein Quatsch, ja, und gleichzeitig kochen. Ja, es ist so ein, also Kochen ist ein furchtbar kreativer Akt, finde ich. Ja. Also da muss es auch hinterher aussehen. Na, bei mir sieht es chaotisch aus. Und das ist so, das ist eigentlich, das hat schon was mit Lustprinzip zu tun. Also man lässt sich da auch von Impulsen leiten. Ja, aber doch auch probiert. Mit Konzentration irgendwo. Also ich muss ja, schon, also ich kann jetzt auch nicht ernste Gespräche führen. Ja, das meine ich. Ich kann zum Beispiel, wenn meine Gäste kommen, fangen dann schon an, irgendein Thema zu sagen, Freunde, nachher. An also ich mag gerne dabei sein. Also ich kann auch so kochen, dass ich meine Gäste im Blick habe. Ja, ich auch. Das bei mir wird, da sind die, ja. Guck mal, jetzt werden meine schon schön braun. Und bei Ihnen wird es jetzt gar. Das sieht doch schon schön aus. Das mal an. Der Zucchini braucht noch etwas. Wir brauchen noch ein bisschen. Das sind aber schöne Sachen. Ist ein bisschen italienisch. Ja, ja. Zumindest angehaucht. Großer Freund. Wir sind, glaube ich, alle sehr von der italienischen Küche infiziert. Absolut. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Absolut. Weil es so einfach ist und ein Leben ohne Parmesan nicht mehr vorstellbar. Und Basilikum und all die Sachen, die durch. Ja, und auch diese ganz raffinierten Sachen mit Sardellen zum Beispiel. Ja. Sardellen als Würzmittel einsetzen. Oh. Ich könnte man zum Beispiel da auch noch reinpacken. Ja, ja. Sardellen und Kapern. Tolle Konstellation. Ja. Ich habe neulich Pasta gemacht. Pasta à la Sophia Loren. Butter mit klein gehackten Sardellen vermischt. Bisschen Kühlschrank ziehen lassen. Und dann Pasta darin wälzen. Und darauf eine ganz kurze Tomatensauce mit Knoblauch. Mm. Herrlich. Ich glaube, jetzt kann ich hier langsam. So, gucken wir mal. Das muss ich mal probieren. Jetzt komme ich nicht drum rum. Ja, ja, muss. Muss probieren. Und? Gut? Ja, wird gut. Wird noch gut. Probieren? Ja, ja, probieren wir. Mmh. Das ist ja. Ah. Ja, toll, toll. Fantastisch. So, ich sieht jetzt schon die Brühe an. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Tomatenmark. Ich löse jetzt aber erstmal so ein bisschen den Satz. Damit es braun ist. Ja, das.
Ja, also deswegen habe ich für solche Gerichte gerne solche gusseiserne Sachen, weil da setzt es ein bisschen an. Ja. Bei diesen beschichteten passiert das gar nicht so. Und das ist zum Beispiel für so ein Gericht ganz wichtig. Ja. So, jetzt tue ich da so ein bisschen 2 Esslöffel, aber ich mache das nach Augenmaß. So, und was habe ich noch da drüben stehen? Salbei. Die Salbei. Das finde ich auch schön, dass da ein, das ist ein italienisches Rezept, dass da noch ein Zimt reinkommt. Ach, die kommt komplett rein. Kommt komplett rein. So wie es ist und kocht jetzt hier mit. Das kocht jetzt alles so zusammen, 50 Minuten. Knoblauch kommt aber keiner. Nein. Die Italiener kochen ja nicht so viel mit Knoblauch. Sie kochen mit Knoblauch, aber nicht so wie die Griechen zum Beispiel, wo ja wirklich alles, alles, alles mit Knoblauch gemacht. Und das ist mir manchmal auch zu viel. Ja. Und ich finde Knoblauch, ich benutze Knoblauch mehr als Gewürz wirklich, so wie ich etwas anderes auch als, ich würde doch nie ein Gericht so kochen, dass es nur noch nach Thymian schmeckt. Also mache ich auch keins, das nur noch nach Knoblauch schmeckt. Ich will, dass es irgendwo noch ein Gewürz ist. Stimmt. So, was haben wir denn noch? Salz mache ich erst am Schluss. Ich glaube, das war's. Salbei, Salz, Pfeffer, naja, ein bisschen Salz tun wir schon mal rein. Was ich jetzt am Schluss noch mache, ist den so ein bisschen zerpflücken, dann so als Servier. Ja, schon mal ein bisschen Pfeffer durch. Jetzt schon rein. Wird, aber muss noch. Muss noch ein bisschen? Bisschen noch. Aber schon wieder. So, klein. Du hast den Deckel da drauf. Ja, und ich habe ja eins vorbereitet natürlich. Aha. Nimm mal meinen. Das sieht dann so nach 50 Minuten und riecht toll, oder? Das riecht toll. Und ein bisschen mehr Sugo, wie die Italiener sagen. Mhm. Und dann wird das. Halt, ich habe da noch was vergessen. Das Gemüse muss natürlich dazu. Mhm. Darf ich Sie bitten, das kurz zu halten? Das ist ja ganz wichtig. Hier ein bisschen mehr Saft und schon, aber selbst das könnte man mit, also ich würde das mit Penne oder mit breiten Nudeln oder sowas, würde ich das essen. Kann ich mal probieren? Ja. Natürlich. Mm. Und ich habe es noch nicht abgeschmeckt. Zimt. Ich habe es noch nicht abgeschmeckt. Zimt ist schön. Mm. Richtig, das soll ohne Deckel. Der Zimt macht. Der Zimt ist, glaubt man nicht. Das wie ist es denn mit Salz und Pfeffer? Fehlt was? Bisschen Salz, Spur Salz, ja. Pfeffer auch. Weißer, schwarzer? Schwarzer, der steht hier. Ja, wenn Sie mir... Ja. Sie haben ja abgeschmeckt. 1, 2. Mehr? Oh, ich bin ein großer Pfefferfreund, muss ich sagen. Okay, dann nehme ich die nämlich auch noch mal und schau mal, was bei mir los ist. So, jetzt nehme ich dieselbe Schüssel und nehme die Knochen raus bei mir. Sie sagten vorhin, ein Schlüsselkind. Haben Sie dann irgendwann angefangen, selbst irgendwas zu machen als Kind? Ja, ich habe dann halt meine Mutter gebeten, dieses oder jenes zu besorgen. Das hielt sich natürlich in Grenzen, klar. Und bin auch mal mit zum Einkaufen gefahren. So hat es dann angefangen. Also das Interesse? Ja. Also das hat sich dann später auch wieder verloren, gelegentlich über Jahre, kam dann wieder. Und, aber ich koche gerne. Ich habe richtige. Das ist für mich schon was sehr Kreatives. Und auch entspannend, oder? Ja, absolut. Für mich total. Und man vergisst wirklich alles an. Alles. Weg. Nur weg. Das muss gut werden. Ja. Der letzte Film, der nächste Film, die nächste völlig Sendung. Wurscht. Alles ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Ja, das ist genauso bei mir. So, jetzt bevor ich das serviere, muss ich aber doch auch mal probieren. Anbieten kann. Sie haben zwar schon gesagt, es schmeckt toll. War bei mir genügend Salz drin oder soll ich noch ein bisschen nachlegen? Auch ein Hauch noch. Hauch noch. Hatte ich das Gefühl. Okay. Auch Salz. Ja, in Portugal kann man ja tolle Sachen kaufen. Die ganzen Fischsachen, Meerestier. Fisch vor allem. Ich finde ja, dass die auch sehr schöne Gemüse haben. Die machen zwar nicht immer so tolle Sachen draus, die portugiesischen Köche. Ja, es ist mit der portugiesischen Küche. Nicht? Die ist ein bisschen wie in
Spanien. Auch mit tolle den Bestandteile. Aber sie haben ja sehr seltsame Fischgerichte. Es gibt also dieses Kabeljaugericht, diesen Auflauf mit praktisch geriebenem Kabeljau und Kartoffelscheiben. Sehr seltsam. Also sehr seltsam. Sehr seltsam. Also, wirklich zwischen den Produkten und den Gerichten ist ein großer Unterschied. Ja. Das ist in Spanien genauso. Ja, wollen wir den mal probieren? Also meins könnten wir, wenn wir hier ein bisschen aufräumen. Unbedingt. Wie gesagt, ich bin nicht der große Aufräumer, aber so zum Essen hier müssen wir das ja jetzt trotzdem tun. Sie brauchen das nicht mehr. Das zupfe ich noch schnell rein hier. Ich glaube, ein bisschen Biss dürfen Sie ja haben. Ja, 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 ja. Denke ich mir. Mhm. So. Ich glaube, das ist. Wollen wir ihr's zuerst oder meins? Mir ist egal. Wir können auch gleichzeitig. Ich lasse meins lieber noch ein bisschen drin, dann sind die Zucchini. Gut. Dann essen wir das mal aus den großen Tellern. Ich mache das hier weg. Machen wir einfach nochmal so. Beim Dreh ist das mit dem Essen wahrscheinlich eher immer etwas schwierig. Catering ja, was man, und so. Was man, wenn man selber kocht, dann so gar nicht mehr mag, ist. Ich habe auch oft das Gefühl, dass sogenannte gute Restaurants eigentlich ganz schlechtes Essen servieren. Also von den Inhaltsstoffen her. Je renommierter, desto öfter ist man enttäuscht. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Man muss lang suchen, um ein Restaurant zu finden, wo man sagt, ja, das ist irgendwie. Wissen Sie, ich habe festgestellt, dass in sehr vielen sehr renommierten Spitzenrestaurants so viel Aufmerksamkeit auf das Drumherum. Ja. Es muss toll aussehen, es muss eine wahnsinnige Erfindung sein. Und es wird vergessen, dass es einfach in erster Linie gut schmecken soll. Richtig. So, ich gebe ein bisschen was dazu, ein Baguette oder ein Ciabatta. Ciabatta ist sehr gut. Ciabatta, glaube ich, ne? Da das beides so ein bisschen italienisch angehaucht ist, ist, glaube ich, Ciabatta genau das Richtige. Genau. So, ich mache das schon per Hand. So. Ich glaube, wir brauchen sogar nur eine Gabel. Eine Gabel reicht. Ja. Dort ein Wasserglas. Und hier ist es. Und das ist das pure Wasser, aber das ist Mineralwasser. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Also, ich bin selbst gespannt. Mhm. Super. Man spürt den. Der Zimt ist. Den Zimt, ne? Zimt und Sellerie zum Beispiel. Ja, Also das hätte ich von mir aus, glaube ich, nicht gemacht, diese Mischung. Das hat Gehalt. Ja. Mmh. Schön. Und mit Pasta auch gut zu denken. Ne? Mhm. Ich würde es, wenn ich es mit Pasta mache, würde ich die Stücke ein bisschen kleiner schneiden. Ja. Damit man das noch, sich das noch besser verbindet. Ist das was, wenn man das aufwärmt zum Beispiel? Das schmeckt am nächsten Tag stehen besser. Das schmeckt noch besser. Ist ja bei vielen solchen Sachen so. Das ist toll. Ja, weil das dann so durchzieht. Mhm. Toll. Ja, ich bin selbst ganz zufrieden. Mann, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, was der Meister gemacht hat. Mhm. Machen wir das mal so. Teller? Ja. Ich muss dann leider immer selber aufräumen, wenn ich so eine Sauerei mache. Normalerweise sagt man, der Koch muss dann, hat dann Pause, aber. Ich muss selbst aufräumen. Ja, das. Oder macht das ihre Frau? Ist so eine Absprache, ne? Wenn jemand selber Sauerei macht, muss er selber aufräumen. Das mache ich, aber ich bringe aber noch so eine. So einen großen Löffel, dann kann man nämlich. Ein bisschen Soße vielleicht? Ja, eben. Ja, genau. Ja. Das kann man natürlich auch mit Kalbfleisch wunderbar machen. Könnte ich mir übrigens auch sehr, sehr gut vorstellen. Eine Kalbsnuss zum Beispiel? Ja. Gar kein Thema. Könnte ich mir ganz gut mit. Aber ich habe festgestellt, es ist noch schwerer, gutes Bio-Kalbfleisch zu kriegen, als gutes Bio-Rindfleisch. Allerdings. Ganz schwierig. Bei Kalbfleisch ist es eh schwierig. Ganz schwierig. Okay. Schauen wir da mal rein.
Neun Satz Gabeln. Brauchen wir auch nur Gabeln, oder? Ja, ich glaube schon. Brot dazu? Ja, ich habe nicht. Sollen wir das Baguette nehmen? Ja, das kann man. Das ist aber auch ein tolles Fleisch. Das schneidet sich einfach so mit der Gabel. Kann man das so. Na. Kochen Sie denn nur für die Familie oder auch schon mal für Freunde? Ich koche schon für Freunde auch. Ja, ja, ich werde natürlich dann. Ich bin dann natürlich auch aufgerufen, Kollegen, vegetarische Sachen zu machen. Ganz toll. Mhm. Super. Sehr gut. Ein bisschen mehr Salbei hätte drin sein können. Ja. Und wenn ich das dann mache, also ich bin halt nicht so ein. Was ich immer hasse, sind diese auszirkulierten Geschichten. Also portioniertes Fleisch, ja. Scheiben für jeden und so, das mag ich nicht. Also lieber so alles in einem? Nee, also wenn ich einen Tafelspitz kaufe, mein Tafelspitz ist eine teure Angelegenheit, aber der wird dann auch komplett. Ja. Dann muss das Bürgermeisterstück her und dann wird es auch gegessen. Das berühmte Bürgermeisterstück, ja. Das ist bei mir alles sehr überbordend dann. Aber das ist ja auch. Das ist ja auch die sinnliche Komponente daran. Ja. Ne? Und das meinte ich mit diesen feinen Lokalen. Um Gottes Willen, ich will nichts gegen gute Restaurants sagen. Aber ich bin manchmal sehr enttäuscht. Sieht toll aus und schmeckt eben nicht so doll. Ja. Aber was mich stört, ist, dass die Zutaten nicht gut sind. Oder verdeckt. Ja. Durch zu viel Gewürz, zu viel. Sehr schön. Ja. Bedanke mich. Toll. Ja.